Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich hoffe ihr hattet schöne Weihnachtstage und vor allem nicht so kalt, bei uns wird es jetzt gerade richtig kalt, das ist nicht so schön, aber gut, muss man mit leben. Heute gucken wir uns Tourette Epilepsie bei einem Fotoshooting an, wurde mir empfohlen oder besser gesagt der Vorschlag kam ein und ja, gucke ich auch gerne mit euch zusammen an und ja, los geht's. Hallo Leute und guten Morgen. Also ich bin vorhin aufgestanden. Okay, nein, ich bin nicht aufgestanden. Ich hatte sogar schon doch ein Also er schläft noch. Nein, ich bin nicht aufgestanden. Nee, Jan schläft noch. Boah, können das eigentlich Schlafwandler? Können die auch Kameras halten und sich selber filmen? Also ich habe ja schon mal gehört, es gab es in den USA schon den Fall, da hat ein Schlafwandler, glaube ich, seine Frau und sein Kind ermordet. Und das wollten zuerst die Richter gar nicht glauben, die Jury. Aber es kam wirklich heraus, dass er dann wirklich, die sind dann, glaube ich, mit ihm zum Schlaflabor gegangen. Und es kam halt wirklich heraus, dass er so krass unterwegs ist, dass der sogar im Schlafwandelmodus so krasse Sachen abziehen kann. Finde ich heftig, ne? Vielleicht komme ich euch abends besuchen, ne? Und ich schlafwandle, aber ich würde aufpassen, ne? Guckt lieber die Videos an. Ich habe gerade eben ein Telefonat geführt, weil wir am Wochenende zur NDR-Talkshow nach Hamburg fahren werden. Und heute werden wir einen weiteren Vlog machen. Der Tim wird gleich auch noch mit hinzukommen, weil wir als nächstes ein Fotoshooting mit Holy Mesh machen werden hier in Köln. Für unsere neuen Merch-Sachen, die jetzt im Dezember rauskommen werden. Zudem steht heute noch ein Wichtel-Dreh an. Gestern haben wir ja den Tannenbaum gefällt in Egidienberg. Und ja, ich muss jetzt die Küche hier noch ein bisschen aufräumen, damit das für die Aufnahme heute für die Weihnachtsshow auch gut genug aussieht. Ich denke, ihr merkt, dass ich noch nicht so lange wach bin. Ich gehe jetzt mal duschen, mache mich fertig und ich kann euch ein... Ist mein Mixer ist, glaube ich, angeschlossen, ne? Ich habe eins zu eins in deinem Mixer, aber ich kann ihn jetzt gerade nicht holen, weil er komplett angeschlossen ist und ich den so versteckt habe. Bin jetzt auch zu faul aufzustehen, aber das habe ich, glaube ich, schon mal im Video gesagt, ne? Ich habe eins. Bei mir ist das Problem, beim Mixen läuft das unten dann immer raus, sobald ich die Kanne anhebe. Bei mir ist unten. Ich komme gerade nicht auf den Namen, ey. Ich schlafe zu wenig. Ohne Mist, die letzten Tage immer nur 3 Stunden gepennt. Ich merke das, dass ich langsam hier ein bisschen Schlaf nachholen sollte. Dichtungsring, genau. Ich habe mir jetzt einen neuen gekauft. Der funktioniert auch nicht. Nix funktioniert hier. Ich muss sagen, ich habe von dem Tannenbaumfällen gestern so einen unnormalen krassen Muskelkater. Ich hoffe, dass euch unser heutiger Vlog gefallen wird. Macht's gut. Hast du schon gesagt, warum wir sind? Ich habe gesagt, dass wir gleich ein Fotoshooting machen noch. Genau, und zwar für unsere Weihnachtsbox. Mit diesem wunderbaren Foto da drauf. Jan, was ist denn eigentlich in der Weihnachtsbox drin? Ich muss tatsächlich jetzt nachdenken. Machst du doch auch. So, in unserer Weihnachtsbox ist unser Ugly Christmas Sweater drin, der natürlich super schön aussieht. Boah, da hätte ich jetzt schon, da wüsste ich jetzt schon, ich hätte hier oben am Kragen Probleme. Das habe ich ja schon mal erzählt, ich kann keine Pullover anziehen. Und Pullover, die hier am Kragen so übelst eng sind, oder das kann sogar ein weiter Pullover sein, aber ich kriege bei einem Pullover immer ein enge Gefühl und vielleicht kennt ihr das selber. Ich habe damals, vor ein paar Jahren, habe ich mal in Rheinraum gearbeitet. Und da war das so Ganzkörperkondom und der Anzug war komplett eng und ich bin wirklich fast 8 Stunden ganz musste immer hier so ein bisschen nachziehen oder die ganze Zeit, ist kein Witz. Und ich trage seit, wann habe ich das letzte Mal einen Pullover getragen? 5 Jahre, 6 Jahre ist es her. Ich weiß aber nie, woher das gekommen ist bei mir. Vielleicht kann da draußen jemand irgendwie mal helfen. Ich bin aber auch erst seit 6 Jahren wirklich intensiver Raucher, vielleicht daher. Aber sobald es hier zu eng wird, habe ich echt Probleme. Selbst wenn ich die Maske
Habe ich auch voll oft, ne? Die Maske dann hier so absetze und dann hier um meinen Hals mache, dann kriege ich echt hier, ja, gefühlt Platzangst in der Lunge. Da geht's los, ich weiß nicht wieso. Ich vor allem mit dem Spruch darauf, das weihnachtet doch direkt selber, wenn man sich das am Christbaum anzieht. Da freuen sich die Omas und Opas. Nee, die sollen das auch anziehen. Ach so. Genau, und das sind ja noch die... Moment. Die Socken haben wir auch drin, ne? Ja. So, und im Weiteren haben wir hier auch noch Socken drin, ne? Ach so? Mit unserem Logo drin, nur ein bisschen noch verweihnachtlicht. Das ist, ja, die sehen cool aus, die Socken. Sehen aus wie so Pommes-Schachteln. Genau, aber das sind diese Zuckerstangen drin. Und ansonsten gibt es noch eine Autogrammkarte und ein Poster. Genau, alles von uns signiert. Ja, mache ich in 3-4 Jahren auch, aber da gibt es dann ein Poster. Nacktform von mir. Keine Box verkauft. Effekte. Ja, das ist cool. Aber man fällt man einfach nur. Hallo. Ein paar Nackenshots. Oh mein Gott! Oh nein! Nicht filmen! Wer bist du denn eigentlich? Hi, ich bin Ben von Holy Mesh. Also verschickst du den Merch? Ich verschicke nicht, aber ich kümmere mich darum, dass da alles umgesetzt wird, dass die Produkte gut werden, dass die Pakete so gut es geht rechtzeitig bei allen ankommen. Corona-mäßig ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Das stimmt sogar wirklich. Was hast du? Konnte ich mir nicht von allen von euch die Namen merken und da habe ich dich Holy Mesh Anführer genannt. Ja, stimmt. Ich habe mich geändert. Und wer bist du? Ich bin Phil, hi. Ich mache die Fotos hier für dich und für ihn. Also damit alles schick. Ja, und wenn jetzt, ich weiß, die Fragen kommen, ich bin der Woody und reacte drauf. Ich weiß sie, ich werde gleich auch noch vorgestellt, aber ne, ich sag's schon mal vorher. Genau. Und du? Ich bin Sarah und ich sorge dafür, dass Phil gute Bilder macht. Damit Ben den Leuten sagt, dass die Sachen gut verschickt werden. Genau. Also ohne euch funktioniert hier nichts. So sieht die Kette aus. Jetzt wurde die alle gefragt, ja, weiß ich auch endlich, wie die Randoms heißen. Wenn hier die Kordeln davor sind. Ich weiß es nicht. Ich verstecke sie in meinem Nasenloch. Ja, genau so. Und du kannst es helfen. Ich hab das sieht aus wie so ein Bart. So trägt man die nämlich eigentlich, andere machen das falsch. Alle machen das falsch. Ich muss erstmal den Leuten zeigen, wie das funktioniert. Schreibt bitte jetzt mal in die Kommentare und seid ehrlich, wer von euch an den Dingern rumkatscht. Moment. Obwohl, bei der Jacke geht das eigentlich. Nee, die ist, bei der habe ich, oh, das muss ich aber noch ändern. Bei der Jacke habe ich noch gar nie rumgekatscht, sehe ich gerade. Echt, ich habe bei der noch nie rum... Ja, das muss ich aber noch... Das muss ich noch ändern. Ah doch, hier. Das mache ich heute noch. Das, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie manchmal, wenn ich keine Zigarette habe, da katsche ich irgendwie an dem Zeug rum. Ich weiß nicht wieso. Fragt mich bitte was anderes. Warum ich sowas mache und warum ich mir nicht helfen lasse. Fragt mich lieber sowas. Aber selbst da kann ich euch keine Antwort geben. Ich bin, wie ich bin. Ein Sohn Gottes. Ich wurde so geschaffen. Bin jetzt noch ein bisschen fetter geworden, aber ne. So ist es. Das Schlimme ist, dadurch, dass die Rekorde so runter, sieht das aus wie eine Hitlerfahrt. Oh nein. Wer möchte den Hoodie gewinnen, der in Jans Nase drin war? Schreibt es in die Kommentare. Den A, ne? Wenn man, ich wollte doch noch einmal nicht rumfliegen. Wenn man im Labor arbeitet, warum nicht? Ne? Ich habe Platz fast im Blitz umgeworfen. Aber so geht's. Soll ich mal den Blitz umwerfen? Welchen? Oh oh. Gleich festhalten. Mal zur Abwechslung in die Ohren oder in den Mund stecken. Oder in den Hintern. Wenn ich den ziehe. Wenn ich den ziehe. Ja. Dann sieht aus wie Kopfhörer. Wie Pulli-Kopfhörer. Aber es Spaß, die Bilder sind gut. Augen aber wieder zu mir. Der benimmt sich daneben.
Shot. Aua. Hey. Genau so trägt man die Maske. Die Glocke für Satan. Hinten auf dem Ständer, da hängt noch ein T-Shirt, das kannst du ja schon mal holen. Genau, ach so, da. Okay. Da kann ich dich an der Nase nehmen. Oh, das ja. Ist, oh, ja, mach das mal. Hier dreht gerade irgendwie einer durch. Vor allem, das juckt da absolut keinen, ne? So Tim so eskaliert halb und alle arbeiten so weiter. So der Jan, also Tim eskaliert im Sinne von, dass Jan eskaliert. Also eine Eskalationskette und die anderen arbeiten weiter. Ja. Und schon mal so. Au! So fühlt oh. sich das an, wenn du eine Katze oh. hast. Au! Du bist keine Katze. Au! Bist du nicht? Du hast nicht mal eine Katze. Hier sind sie an bei der Nahrungsaufnahme. Nüchterner Zustand von Jan. Fick dich! Ach, wie findest du diese Requisite? Der Part des Shootings hat mir gut gefallen. Was willst du von mir? Hab ich dir was getan? Das wird gleich rot werden. Ja, es ist schon rot. Nein! Oh nein. Zu nüchtern. Ey, ich hab die ganze Zeit gelesen, zu schüchtern. Ach, scheiße, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber der Hoodie sieht nicht schlecht aus, ne? Der gefällt mir. Schlichtes Weiß, ne? Ich mag ja eh nie so Pullovers oder T-Shirts mit Aufdruck. Bin ich jetzt nicht der große Freund von. Also, wenn der Aufdruck, sag ich mal, elegant ist oder halt nie so bunt ist und sowas, dann geht das noch. Aber so hier ein Aufdruck, wo die halbe Weltgeschichte draufsteht, irgendwie gefühlt abgebildet ist, sowas mag ich irgendwie nie. Nee. Also ich bin nie so gern so ein wandelndes Kunstwerk. Also, nee. Bin ich auch so schon, deshalb brauche ich ja keinen. Ne? Genau. Ja, wollt ihr mehr? Nein, wir haben Corona, hier wird nicht gebissen. Ich hab die schon angeleckt. Wo er geschlafen hat. Gib Lossen, Alexa, aus. Alexa an. Alexa, spiel die Hymne von Nordkorea. Alexa, hör mir zu, du Schlampe. Steh ich etwa im Weg? Ja. Kannst du auch gekünstelt lachen? Ich lach die ganze Zeit gekünstelt. Mach meine Sachen kaputt. Hast recht. Hallo! Hallo! Nein! Kannst du mal in die andere Richtung mit den Füßen? Nein, lass doch nicht auf! Nicht runterfallen. Du bist auf einmal 100% attraktiver geworden. Sicherung durchgeknallt. Was sind da denn für schöne Sachen drauf? Hakenkreuze, Pentagramme, alles, die schwarze Sonne. Alles, was das Herz begehrt. Ja. Du musst die Mütze alles, richten. Was das Herz begehrt. Ey. Ja. Schnell! Jan?
Das ist ein Lächeln, Jan. Ah, cool. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. Ah, cool. Nee, 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 nee. The only one. No one likes being like to. Sehr cooles Fotoshooting, muss man ja echt sagen. Wieso habe ich jetzt angehalten? Jawohl, genau 9:41. Dass jeder sagen kann, dass ich auf 10 Minuten strecke und 30 Mal Werbung schalte. Müsste man eigentlich mal ohne Scheiß machen, ein Video nehmen und einfach jede Sekunde Werbung. Geht das? Kann man das machen? So jede Sekunde Werbung schalten? Man kommt so aus der Werbung raus, eine Sekunde später fängt ihr nichts an. Müsste ich einfach mal Just for the Lols machen. Naja, aber heute nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann schreibt mir das doch gerne über Instagram oder über Twitter. Und wenn ihr meinen Merch haben wollt, ich habe keinen Merch, ihr könnt von mir nur getragene Socken oder getragene Unterwäsche bekommen. Macht 300.000 Euro. Überlegt euch. Bis dahin, haut rein und tschüss.